Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Kennt ihr das Problem auch? Ihr kommt in euren Hobbyraum, in euren Keller oder wie hier in eure Garage und man riecht diesen komischen Geruch, diesen muffigen Geruch, einfach halt Schimmel. Das Problem habe ich jetzt hier in meiner Fertigteilgarage, in meiner Betongarage und das schon seit einigen Jahren. Wie gesagt, die Garage ist noch nicht so alt, aber jetzt bildet sich hier in dieser Garage Schimmel und zwar ein ganz spezieller Schimmel. Ich möchte es euch einfach mal zeigen. Hier zum Beispiel sieht man es richtig gut. Wir haben hier eine Art Kondensation an meiner Garagenwand und dieses Kondenswasser bleibt hier hängen oder stehen und bildet dann diesen Schimmel, diesen Flugschimmel aus. Man kann es auch sichtbar machen. Ich gehe hier einfach mal mit der Hand drüber und ihr seht, wie dieser Schimmel direkt hier an meinen Fingern klebt. Ich kann euch auch noch mal zeigen, dieser Schimmel ist wirklich nur hier oberflächlich vorhanden. Wir nehmen hier einfach mal etwas Farbe ab. Und wie ihr sehen könnt, die Oberfläche hat hier diesen Flugschimmel und darunter der Beton ist absolut schimmelfrei. Dieses ist ein weit verbreitetes Problem, besonders hier in solchen Garagen. Wir fahren hier mit dem Auto herein. Draußen hat es vielleicht geregnet und wir schleppen so die Feuchtigkeit in unsere Garage. Die Tür wird geschlossen und sie kann einfach nicht mehr aus der Garage entweichen. Nun seht ihr hier, habe ich überall in meiner Garage diesen Flugschimmel. An manchen Stellen hat er sich regelrecht angesetzt. Und jetzt möchte ich mit euch einfach mal diesen Schimmel beseitigen und dafür sorgen, dass er natürlich auch nicht wiederkommt, indem ich eine dementsprechende Farbe auftrage. In diesem Video werde ich übrigens unterstützt durch bkmmannesmann.de, der Abdichtungsexperte für feuchte Mauerwerke und gegen Schimmel. Zum Bekämpfen des Schimmels und zur Vorreinigung hier der Oberfläche verwende ich jetzt hier den BKM Bio Vorreiniger. Diesen können wir entweder aufstreichen oder auch aufsprühen. Der Vorteil dieses Produkt ist biologisch, was also bedeutet, wir können es natürlich auch bedenkenlos hier im Innenraum einsetzen. Wie werde ich dieses Produkt auftragen? Da ich hier eine etwas größere Fläche habe, werde ich dieses natürlich auch sprühen. Hierfür könnt ihr ein handelsübliches Sprühgerät verwenden. Hier gibt es größere oder kleinere Geräte. Ich habe mich für dieses Sprühgerät entschieden und gebe hier den BKM Bio Vorreiniger in mein Sprühgerät ein. An dieser Stelle auch noch ein kleiner Zusatztipp. Ich habe zwar hier in dieser Garage überall IP-zertifizierte Steckdosen verbaut. Wenn ihr aber auf Nummer sicher gehen wollt, schaltet ihr vor dem Sprühen oder vor dem Aufbringen des Reinigers die dementsprechenden Steckdosen frei, indem ihr hier die LS-Schalter deaktiviert oder eventuell auch den Fehlerstromschutzschalter deaktiviert. Somit verhindert ihr einen Stromschlag oder eventuelle Schäden an eurer elektrischen Anlage. Da es sich bei dem BKM Mannesmann Vorreiniger um ein biologisches Produkt handelt, sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verarbeitung zu treffen. Ich empfehle hier das Tragen von normaler Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und eine FFP2 oder FFP3 Schutzmaske. Zur Verarbeitung auch noch einen kleinen Zusatztipp. Den BKM Bio Vorreiniger kann man natürlich nicht nur in der Garage oder im Keller einsetzen. Man kann ihn natürlich auch im Wohnbereich einsetzen, zum Beispiel auf der Raufasertapete oder auf dem Innenputz. Hiermit könnt ihr natürlich auch eure Oberflächen im Innenraum reinigen und von Schimmel befreien. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 bis 20 Minuten nehmen wir uns ganz normales Wasser und reinigen nochmal die Oberfläche durch. Somit entfernen wir sämtliche losen Bestandteile und die Rückstände des Reinigers sowie natürlich die gelösten Rückstände des Schimmels. So, nachdem wir nun die Wände abgewaschen haben, lassen wir nun die Wände vollkommen abtrocknen. Es ist wichtig, die Wände müssen durchtrocknen. Wie lange das dauert, hängt natürlich von eurem Objekt ab. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Türen öffnen, es ist schön warm draußen, also nehme ich an, dass die Abtrocknung hier bei mir ca. 24 Stunden in Anspruch nehmen wird. Wie könnt ihr feststellen, ob eure Wände dann trocken sind? Ganz einfach, legt einfach mal die blanke Hand, also nicht mit Handschuhen, sondern die blanke Hand einfach auf die Wand. Und so merkt ihr schon, wenn die Wand noch leicht feucht ist oder ob sie schon abgetrocknet ist. Also, wir sehen uns dann in ungefähr 24 Stunden hier wieder.
So, meine Wand ist abgetrocknet. Ihr seht es auch und ihr hört es auch, wenn ich hier drüber streiche. Sie macht einen sehr trockenen Eindruck. Am besten könnt ihr das natürlich herausfinden, wenn ihr die Wand einfach berührt. Und wenn ihr keine Restfeuchte mehr fühlt, ist die Wand abgetrocknet. Das kann natürlich, wie gesagt, von Objekt zu Objekt unterschiedlich lange dauern. Hier bei mir ging es doch recht schnell. Es war in wenigen Stunden komplett alles abgetrocknet. Während des Abtrocknungsprozesses empfehle ich sowieso, die komplette Umgebung zu durchlüften. Das heißt, hier in meiner Garage habe ich die Garagentore einfach offen stehen gelassen. Somit wird die Abtrocknung beschleunigt und wir können zügiger weiterarbeiten. Kommen wir also nun zum Streichen unserer Wand. Hier verwende ich keine normale Wandfarbe. Normale Wandfarben sind für einen Bereich hier wie zum Beispiel meine Garage ungeeignet, denn normale Wandfarben können das Kondenswasser nicht mehr an die Umgebung abgeben oder zumindest nicht mehr schnell genug. Mitunter dringt das Kondenswasser dann auch in die Wand ein und kann dann so Schimmel bilden. Auch besonders billige Farben bieten hier oft einen Nährboden für Schimmel und er kann sich dann hier besonders gut ausbreiten. Es gibt auch sogenannte Anti-Schimmel-Schutzfarben. Diese arbeiten mit diversen chemikalischen Zusätzen. Diese sind aber meistens nur punktuell erfolgreich. Das heißt, wenn wir eine normale Schimmelschutzfarbe auftragen, haben wir einen kurzen Schutz. Der chemische Schimmelschutz verfliegt nach einer gewissen Zeit und wir haben dann innerhalb von kürzester Zeit wieder eine Schimmelbildung an dieser Stelle. Aus diesem Grund werde ich jetzt hier keine normale Wandfarbe zum Streichen verwenden und auch keine normale Schimmelschutzfarbe. Ich werde jetzt die Wand hier mit dem BKM Bio Schimmelschutz streichen. Diese Farbe hat mehrere besondere Eigenschaften. Zum einen ist BKM Bio Schimmelschutz eine physikalisch wirkende Beschichtung. Sie besteht aus sehr vielen kleinen Mikroporen, die auf einer Fläche von ca. 1 Quadratmeter und einer Beschichtungsstärke von ca. 1,5 mm eine Oberfläche von mehr als 18.000 Quadratmeter erzeugen kann. Dadurch kann BKM Bio Schimmelschutz entstehendes Kondenswasser in großen Mengen und über einen längeren Zeitraum aufnehmen und bei entsprechenden Luftverhältnissen schnell in Gasform, also als Wasserdampf, wieder abgeben. Des Weiteren hat diese Farbe einen sehr hohen pH-Wert, was natürlich auch eine neue Schimmelbildung verhindert. Diese Farbe kann jetzt hier in der kompletten Garage gestrichen werden. Wir können sie aber auch, um Kosten eventuell einzusparen, nur an den Stellen einsetzen, an denen zum Beispiel hier in der Garage der Schimmel entsteht. Wie verarbeiten wir die Farbe? Ganz einfach, dreht mal den Eimer herum. Hier findet ihr die aktuellen Verarbeitungshinweise. Richtet euch bitte immer nach diesen aktuellen Verarbeitungshinweisen. Wir können die Farbe natürlich aufstreichen, aufrollen und auch aufspritzen. Bevor wir die Farbe verarbeiten, müssen wir diese natürlich gut aufrühren und können sie dann auf der Wand sattdeckend auftragen. Hierzu auch noch ein wichtiger Hinweis: Klebt bitte alles ab, was nicht mit der Farbe in Berührung kommen soll, und deckt bitte auch auf jeden Fall auch euren Fußboden ab, denn diese Farbe hat sehr gute Hafteigenschaften. Wenn sie irgendwo hintropft, bleibt sie dann dort und ihr könnt sie eventuell auch nicht entfernen. Zum Auftragen der Farbe empfehle ich natürlich dementsprechend geeignete Schutzkleidung und auf jeden Fall auch das Tragen von Schutzhandschuhen. So, mein erster Eimer ist zur Hälfte leer, aber da ich jetzt weiter streichen will und ich möchte diese Farbunterschiede in den verschiedenen Chargen eventuell vermeiden, die entstehen könnten, gebe ich euch folgenden Tipp: Macht den nächsten Eimer auf, rührt ihn auf und gebt ihn hier in diesen Eimer ein. Füllt diesen Eimer wieder so weit auf, dass er ziemlich voll ist, und verrührt ihn noch einmal und streicht damit diesen Eimer weiter. Somit verhindert ihr diesen Farbeffekt, diesen Schack an der Wand, der entstehen kann, wenn man eventuell von Gebinde zu Gebinde einen leichten Farbunterschied hat. So arbeitet ihr immer wieder weiter, leert diesen Eimer dann wieder zur Hälfte, gebt wieder etwas neue Farbe ein, mischt es wieder auf und streicht so immer weiter. Und somit habt ihr immer ein gleichmäßiges Farbbild an der Wand.
So, der erste Anstrich ist durch. Das heißt, ich habe meine komplette Garage einmal durchgestrichen. Ich hatte an den Ecken etwas Probleme mit dem Abkleben, deswegen hat es etwas länger gedauert. Allerdings, die Farbe hat sich wirklich hervorragend verarbeiten lassen, besonders über Kopf. Sie hat kaum gespritzt. Ihr seht es an mir, ich sehe eigentlich noch sehr adäquat auch aus und mein Fußboden hat auch eigentlich so gut wie gar keinen Tropfen abbekommen. Ich hatte trotzdem etwas abgedeckt und jetzt müssen wir die Farbe etwas abtrocknen lassen. Dadurch, dass das Streichen hier doch etwas länger gedauert hat, wird hier drüben die Seite, sagen wir mal, in ungefähr 1-1,5 Stunden trocken sein. Und wenn ich Glück habe, kann ich die Garage heute noch einmal komplett durchstreichen, denn wir müssen sie zweimal streichen, um eine ordentliche deckende Oberfläche hinzubekommen. Und das sollte natürlich auf einer abgetrockneten Oberfläche dann erfolgen, der zweite Anstrich. Und deswegen warte ich jetzt etwas und wir sehen uns so in ungefähr 1-2 Stunden hier wieder. So, hier hätten wir die erste Wand, die ich vorhin als erstes gestrichen hatte. Und wir schauen mal, dies ist jetzt wirklich schon schön abgetrocknet. Und hier können wir jetzt die zweite deckende Schicht aufbringen. Ihr seht es ja, hier war vorher so eine Farbe aufgebracht. Diese hat diese kleinen schwarzen Sprenkel drin gehabt. Und wenn man schwarz mit weiß überstreichen wollt, ihr wisst ja, das braucht etwas, um hier ordentlich eine Deckung zu erzielen. Nichtsdestotrotz, diese Farbe muss auf jeden Fall in zwei Durchgängen aufgetragen werden. Im ersten Durchgang habe ich sehr satt gestrichen. Ihr habt es ja vorhin im Video gesehen. Und jetzt werde ich hier nochmal eine normale Schicht überstreichen oder obendrauf bringen. Und dieses natürlich auch einfach mit meinem Pinsel oder mit meiner Rolle. So, die Malerarbeiten sind somit abgeschlossen. Jetzt lasse ich hier die Oberfläche in aller Ruhe erstmal abtrocknen. Hier noch ein ganz wichtiger Hinweis. Vergesst bitte nicht, eure Abklebungen zu entfernen. Diese müssen schnellstmöglich entfernt werden, da mitunter die Farbe unter diese Klebestreifen drunter läuft und ihr sie dann mitunter im schlimmsten Fall gar nicht mehr entfernen könnt. Habt ihr etwas gekleckert? Mir ist das hier auch an ein oder anderen Stelle passiert. So könnt ihr die Farbe, sofern sie noch frisch ist, eventuell mit einem nassen Lappen oder einem Feuchttuch entfernen. Habt ihr auf eine saugende Oberfläche oder raue Oberfläche gekleckert, so habt ihr hier schlechte Karten. Hier müsst ihr sehr viel Wasser einsetzen. Verdünnt die Farbe so gut wie möglich und entfernt sie auch von dieser Stelle so schnell wie möglich. Und um einigen Kommentaren auch vorzubeugen, hier möchte ich euch nochmal einige technische Daten hier mitgeben. Ich hatte hier eine Fläche von ca. 70 bis 80 Quadratmeter zu streichen und ich habe hier mit zwei Anstrichen gearbeitet, also einmal grundiert und einmal überstrichen. Ihr solltet auf jeden Fall zwei Anstriche hier einplanen. Das braucht ihr, um den optimalen Schutz der Farbe zu erreichen, um eine optimale Deckung zu erreichen. Und nur so kann die Farbe dann auch ihre Kondens- oder Antikondenswirkung richtig entfalten. Ich habe hier ca. 30 Liter Farbe verbraucht. Das ist aber nur ein Richtwert. Wie viel Farbe ihr verbraucht, hängt wie gesagt von eurem Untergrund ab und von der Tatsache, wie stark ihr hier auftragt. Ich habe hier wirklich sehr satt gestrichen. Eventuell hätte hier auch etwas weniger Farbe ausgereicht. Ich hatte hier im Vorfeld auch mal einige Anfragen an Maler gestellt und hier versucht zu erfahren, was sowas in etwa kostet. Ich habe hier nur das reine Streichen angefragt. Als erstes habe ich einen Hausmeister-Service angefragt. Dieser wollte mir für das reine Streichen hier dieser Garage, also ohne Material und ohne das Vorreinigen, zwischen 1.500 bis 2.500 Euro in Rechnung stellen. Er wollte aber gerne in Stundenbasis abrechnen. Deswegen ist diese Summe so weit oder so weit auseinander. Dann habe ich einen richtigen Malerbetrieb angefragt oder mehrere Malerbetriebe angefragt. Hier war es sehr schwer, eine Antwort zu erhalten, denn diese sind im Moment komplett ausgelastet. Viele haben mir gar nicht geantwortet. Die mir geantwortet haben, haben mir eine Preisspanne von 4.000 bis 6.000 Euro für das reine Streichen dieses Objektes
als Angebot gestellt. So habt ihr auch mal eine Hausnummer, was sowas in etwa kosten sollte oder was sowas in etwa kostet, wenn man es dem Profi machen lässt. Das ist natürlich regionell unterschiedlich und der Preis ist, wie gesagt, nur eine grobe Hausnummer. Ich habe jetzt hier alles selber gemacht. Der Vorteil, wenn man es selber macht, man kann sozusagen seine Arbeitsstunden oder die Arbeitsstunden einsparen und kann dann das gesparte Geld in eine gute Farbe, so wie hier diese Farbe, investieren und hat so etwas mehr davon. Die Andi-Kondensfarbe sowie natürlich auch den Vorreiniger findet ihr wie gewohnt natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, es handelt sich hierbei um eine wirklich hochwertige Farbe und wenn man etwas Geld sparen möchte, ihr habt es ja bei mir gesehen, bei mir war der Schimmel hauptsächlich hier auf dieser Seite der Garage. Hier drüben hatte ich eigentlich gar keinen Schimmel. Man könnte eventuell auch so arbeiten. Man arbeitet großflächig hier diese Fläche mit der Andi-Kondensfarbe von BKM Mannesmann ab und streicht den Rest der Garage wieder mit einer handelsüblichen Standardfarbe. Somit hat man hier diese Fläche, die halt sehr stark verschimmelt, nur mit dieser Farbe behandelt und hier dann dementsprechend einer weiteren Kondensschimmelbildung vorgebeugt. Und im Rest der Garage würde man es eventuell nicht brauchen und könnte hier wieder etwas Geld sparen und könnte hier eine günstigere Farbe einsetzen. Ich habe halt jetzt die ganze Garage mit der Andi-Kondensfarbe vom PKM Mannesmann gestrichen, denn das Problem bleibt ja bestehen. Man kommt hier mit dem Auto hereingefahren, besonders wenn es regnet oder im Herbst oder gar im Winter, und schleppt hier die ganze Feuchtigkeit in die Garage hinein. Man schließt die Türen und die Garage ist somit komplett dicht. Ich habe hier wirklich nur diese paar Lüftungslöcher in der Garage und dann wird man immer wieder dieses Schimmelproblem haben. Die hier aufgetragene Andi-Kondensbeschichtung hält im Schnitt 5 bis 10 Jahre. Das ist natürlich auch objektabhängig. Sollte dann hier wieder Flugschimmel auftreten, könnt ihr diesen wieder, wie vorhin gezeigt, mit dem Reiniger beseitigen und könnt einfach diese Farbe wieder mit der Andi-Kondensfarbe überstreichen und habt somit wieder einen frischen Schutz gegen die Kondensationsbildung und somit natürlich auch gegen die Schimmelbildung. So und zu guter Letzt schauen wir uns noch einmal das Objekt in einem Vorher- und Nachher-Vergleich im getrockneten Zustand an. Des Weiteren ist mir auch aufgefallen, dass sich die Beschichtung wärmer als der kalte Beton anfühlt und so eine dämmende Wirkung entstanden ist. So, dann sind wir auch am Ende des Videos angekommen und hier noch ein wichtiger Hinweis. Dieses Video entstand in Zusammenarbeit mit bkmmannesmann.de. Die hier verwendeten Materialien, Farben sowie natürlich auch den Vorreiniger findet ihr, wie gehabt, unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos und wollt ihr keines meiner Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.